Hallo zusammen, heute geht es um die Zigarettenanzünder, beziehungsweise im Titel steht, die EU hat es verbockt. Und zwar haben wir der EU das alles reguliert. Aber beim Zigarettenanzünder ist nichts reguliert. Das ist, hat jedes Auto teilweise mehrfach drin, aber die Teile sind nicht reguliert. Das heißt, die Dimension außen ist einigermaßen und dann hat sich's. Wir haben jetzt zum Beispiel hier so einen Zigarettenanzünder. Da können wir das Kabel von der Box einstecken. Das funktioniert, ist kein Thema. Wir haben hier eine Einbausteckdose. Das geht, das funktioniert, ist überhaupt kein Thema. Wir haben so ein Netzgerät. Da können wir auch einstecken und das funktioniert mit unserem Kabel. Wir haben dann hier ein Procar, ein relativ teurer Kombistecker. Den kann man im vorderen Teil wegdrehen. Und dann habe ich einen Bordnetzstecker. Das ist eine kleinere Dimension, den wieder drauf. Und da gibt es zum Beispiel von Bosch, wurde zwar eingestellt, das ist jetzt ein Chinese, der das liefert, da kann ich den wegnehmen, kann den hier draufstecken und dann kann ich das Teil hier bei einer dieser Steckdosen einstecken und das Ding wackelt auch nicht so extrem, wie wenn ich ihn ohne dem einstecke. Es gibt natürlich auch den kleinen Stecker, der direkt da reingeht. Dann habe ich einen sehr guten Stecker. Der hat auch eine Armeezulassung. Einfach wird von der Armee so akzeptiert. Das Teil zum Beispiel nein. Ich habe hier einen Zigarettenanzünderstecker, der passt hier auch rein. Ja, das ist das, was geht. Aber jetzt haben wir relativ einen großen Autokonzern PSA, also das ist Opel, Citroën, Peugeot, Fiat, teilweise Fahrzeug von Toyota, die haben neu einen neuen Zigarettenanzünder. Und der kann zu Problemen führen, beziehungsweise der hat dann so einen Stöpsel, da geht dieser Stecker nicht mehr rein. Er macht also vorne keinen Kontakt mehr. Dieser Stecker von Bosch, der Übergangsstecker von Bosch, geht auch nicht mehr rein. Weil hier ist die Auflagefläche von den Steckern relativ groß. Das heißt, ich brauche solch einen Stecker, der nur so einen kleinen Dorn hat oder so rund. Die gehen dann rein. Ja, warum verwenden gewisse Leute solch breite Kontaktflächen? Weil wir natürlich Strom über diese Steckdosen ziehen müssen und je größer die Kontaktfläche, desto besser ist die Verbindung. Wenn ich natürlich solch ein kleiner Spitz hier irgendwo in Steckdose reinmache, dann werde ich nicht so einen guten Kontakt haben. Und wenn ihr mal meine Videos geschaut habt über Spannungsabfall, dann ist ganz klar, hier bei dem kleinen Pünktchen, da muss Strom drüber fließen und das ist nicht ideal. Ja, unser Zigarettenanzünder, unser Kabel mit dem breiten Stecker. Es gibt auch andere, die haben solche breiten Stecker. Die gehen bei allen neuen PSA-Fahrzeugen, also Opel, Citroën, Peugeot, wo sie auch zuliefern in den europäischen Toyota, da gehen die nicht rein. Das heißt, die Kühlbox funktioniert nicht. Sie leuchtet nicht mal. Sie hat nicht mal eine Kontrollanzeige. Und dann reklamieren die Leute, die Kühlbox geht nicht. Es gibt die Möglichkeit, diesen Dorn hier ein bisschen anzuschleifen oder einen anderen Stecker zu verwenden. Oder einfach das Kabel abzuschneiden und das Kabel direkt auf die Batterie anzuschließen. Dann haben wir auch das Problem des Wackels nicht. Wir sind jetzt dran an einem kleineren Stecker,
Der hat aber das Problem, dass der natürlich hier diese Auflagefläche nicht mehr hat. Jetzt komme ich wieder auf die EU, die hat es verbockt. Keine Norm bei den Steckern, sonst regulieren sie jeden Scheiß. Die krumme Banane und die Gurkengröße und so weiter. Aber sowas haben sie nicht auf dem Schirm. Und jedes Auto, was in Europa rumfährt, müsst ihr gucken, das hat so einen Zigarettenanzünder drin. Und die Geschichte vom Zigarettenanzünder war ja ein Sicherheitsthema. Dieser Zigarettenanzünder ist eigentlich nicht gebaut, zum Strom rauszuziehen. Der wurde gebaut, um dass man nicht mit dem Feuerzeug hantiert oder mit den Streichhölzern während des Fahrens so ein Drückknopf, da konnte man die Zigarette anzünden. Rauchen war früher noch in, heute ein anderes Thema. Und dann hat man plötzlich festgestellt, man könnte ja da ein bisschen Strom rausziehen. Aber diese Zigarettenanzünder eignen sich für den Betrieb einer Kühlbox so gut wie ein Feuerzeug. Ja, das ist das Kabel, gibt es auch als Ersatz. Hier habe ich meine Batteriebox, da mache ich euch ein Video drüber, über Batteriebox. Das ist effektiv eine Box, wo eine Batterie drin sitzt. Keine Powerstation. Also wenn ihr so ein PSA-Fahrzeug habt und solch einen Stecker oder der von Bosch, wird es nicht gehen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.